Hallo aus meiner polnischen Küche. Heute wollte ich jetzt ein typisches polnisches schönes Mittagessen zeigen. Und zwar bestehend aus roter Beete, Miseria, Kartoffeln mit Dill und Frikadellen. Ich fange auch direkt mit der roten Beete an. Das sind 1, 2, 3, 5 gekochte Knollen. Entschuldigung, 5 gekochte Knollen. Die werde ich jetzt mal reiben mit den größten Löchern auf jeden Fall. Dazu Salz, Pfeffer, Zitrone und noch ein bisschen mit Meerrettich verfeinern. Wunderbar. Die rote Beete wird erstmal gerieben. Benutze auf jeden Fall dazu Handschuhe. Kann ich nur empfehlen. So, zu der roten Beete nehme ich jetzt Salz. Ihr müsst dann wirklich selbst nach Geschmack schauen, wie viel Salz ihr reintut. Pfeffer. Zitrone. Na. So. Ja, das reicht. Und Meerrettich. Ich nehme erstmal einen Teelöffel. Der ist sehr scharf. Na, nehmen wir anderthalb. So, und das wird zusammen gemischt. Und schon ist es fertig. So, die rote Beete haben wir jetzt schon fertig. Jetzt machen wir Miseria. Miseria nehme ich einfach nur, das wird eine Dreiviertel Salatgurke. Die wird ebenfalls gerieben. Ihr könnt Miseria natürlich auch in feinen Scheiben schneiden. Ich benutze heute die großen Löcher wieder. Und ja, fange ich direkt an. Wenn euch die saure Sahne zu fettig sein sollte, könnt ihr natürlich auch Naturjoghurt nehmen und das da reintun und mit den Gurken hier vermischen. Oder saure Sahne und Naturjoghurt zusammen vermischen, das geht auch wunderbar. Die rote Beete und Miseria habe ich schon im Kühlschrank getan. Die ist ein bisschen zu warm hier drin. Das wird jetzt abgekühlt. Ich mache mit dem Frikus weiter. Hier habe ich ungefähr ein halbes Kilo Hackfleisch vom Rind und Schwein gemischt. Dazu habe ich noch anderthalb Brötchen, die sind vom letzten Sonntagsfrühstück übrig geblieben. Ich friere die immer ein, jetzt sind die auch schön steinhart. Da kommt einfach Kranwasser drüber, ein bisschen, bleiben hier so ein bisschen liegen. Und ja, gleich geht's weiter. Wie ihr seht, die Brötchen werden ganz schnell weich, das drehe ich eben um. Ihr könnt das natürlich auch in die Hälfte so ein bisschen machen, dann geht das schneller in das Wasser rein. Wir müssen noch ein bisschen liegen. So, in der Zwischenzeit begeben wir uns hier zum Hackfleisch. So, zu dem Hackfleisch nehme ich Salz. Ich mache jetzt mal einen ganz grob so drüber. Pfeffer. Ich nehme ein bisschen immer noch Kräuter der Provence zum Geschmack. Zwiebel. Ich habe hier eine ganze Zwiebel. Dann nehme ich einen Esslöffel Senf, ja, circa, ein Ei, und gleich noch das Brötchen dazu. Wisst ihr was, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Senf reingetan, nehmt einen halben Esslöffel. Ich nehme so ein bisschen weg. Das scheint mir ein bisschen zu viel. Dazu kommt jetzt das Brötchen. Wie ihr seht, ist es ein bisschen schon näher aufgeweicht. Das mache ich so ein bisschen auseinander. In den Händen quetsche ich das Wasser so ein bisschen aus und füge alles dazu. Wenn die Konsistenz ein bisschen zu nass sein sollte, weil das Ei entweder zu groß war, oder weil es ein bisschen zu viel Wasser in dem Brötchen backt und immer noch trockenes Paniermehl dazu tun. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal.